Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Schön, dass Sie und ihr alle da seid zu unserem Lego-Bausteine-Welt-Familiengottesdienst. Boah, was für ein langer Begriff, ne? Und Sie sehen, was die Kinder gestern Tolles gebaut haben. Wir haben das erste Mal ein Fußballstadion, ein Schiff und zwei Türme gebaut. Wow, einen gelb-blauen Ukraine-Turm und einen Club-Turm oder so, ja. Für die Fans. Also schön. Und Familie Stör wird heute uns spielen. Wir freuen uns richtig drauf, weil das gruft immer so richtig, finde ich. Ne? Ich habe auch noch eine Überraschung dann später. Das habe ich euch schon versprochen. Ne? Ein kleines Suchspiel werden wir da heute noch haben. Suchen und finden. Das ist heute so ein bisschen auch das Thema, weil es heute um den Zachäus geht, den Oberzöllner. Und was das dann auch mit uns zu tun hat. Und ansonsten werden wir jetzt eine gute Stunde haben und auch zu Hause können auch mitverfolgen unseren Gottesdienst hier, den wir auch heute im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes beginnen und durchführen. Amen. Die Losung heute, das Wort aus dem Alten Testament: Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner. Aus dem 1. Samuel. Und der Petrus schreibt dazu: Wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Jawohl, das passt auch zu unserer Geschichte, die wir dann heute hören und sehen werden mit Lego-Bausteinen übrigens. Ich bete mit uns noch am Anfang. Lieber Vater, wir danken dir, dass du ja heilig bist, aber nicht so weit weg, dass wir nicht zu dir kommen können. Nein, du bist zu uns gekommen und hast uns gesucht und gefunden. Danke dafür, dass wir heute hier sein dürfen in diesem Gottesdienst und dass du da bist und uns segnest und uns begegnen möchtest in Wort und Singen und Beten und in den Begegnungen. Danke dafür. Amen. Zweite Chance, die hat auch noch jemand bekommen. Jetzt schauen wir uns mal den schönen Lego-Stop-Motion-Film an von Zachäus. Läuft der schon? Probier's mal.
Also ich weiß nicht, wie viele Stunden so ein... Zur Zeit Jesu gab es einen Oberzöllner genannt Zachäus. Dieser trieb sein Amt in Jericho. Zachäus nutzte sein Amt schlecht und verlangte von den Leuten mehr Geld, als er sollte. Dadurch war er reich. Du bist der Nächste. Noch ein bisschen mehr. Das reicht nicht aus. Ja, gut. Der Nächste. Noch zwei mehr. Jetzt du. Nein, das ist noch zu wenig. Noch eine. Schau. Jesus ist in Jericho. Zachäus wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, aber er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen: Er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfältig wieder zurück. Und Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die zweite Chance, die der Zachäus bekommen hat, und er hat sie genutzt. Eine schöne Geschichte, und oft wird sie in Kindergottesdiensten gespielt, gepredigt und aufgebaut, und vielleicht auch hier, ne, könnte auch groß Jericho sein, hier unsere Stadt. Und es ist total witzig, ich habe mal geschaut, Zachäus, der Name heißt der Unschuldige, der Reine, der Unschuldige, und er war ja alles andere als unschuldig, weil er hat sich nämlich richtig bereichert an den Menschen. Er hat immer mehr verlangt, als erlaubt war, und wurde so zum Millionär. Kennt ihr vielleicht von den Prinzen das Lied: Ich wäre so gerne Millionär, dann wäre mein Konto niemals leer, ja. Dann wären alle Probleme weg. Und der Zachäus war ein echter Millionär, also hatte 10 andere Zöllner oder mehr unter sich. Ja.
zum Beispiel einen Levi oder einen Matthäus. Und Jesus hatte an sich, nein, er hatte überhaupt keine Probleme mit Sündern und mit Zöllnern. Er hatte ja sogar einen im Team. Und später wurde der Matthäus, der mal Zöllner war, der Verfasser des Matthäus-Evangeliums. Also er hat seine zweite Chance auch bekommen. An sich ist es eine Geschichte des Suchens und des Findens. Zachäus hat angefangen zu suchen, weil ihm irgendwas gefehlt. Er hatte eigentlich alles gehabt. Er hat so viel Geld gehabt, doch sein Herz war leer. Geldbeutel voll, Herz leer. Das ist leider oft so der Fall. Das macht nicht wirklich glücklich, wenn man ganz viel Geld hat. Weil, nicht nur, weil man dann ganz einsam mal wird, weil der Matthäus war im Grunde ein Ausgestoßener. Alle haben auf ihn gedeutet und gesagt, boah, was ist das für einer? Verkehr bloß nicht mit dem. Er muss ja auch ein ganz intelligenter Mensch gewesen sein. Er musste Latein können und Hebräisch, Aramäisch und wahrscheinlich sogar noch Griechisch. Wahnsinn. Und er hat seine Chance genutzt. Vielleicht hat er es allen auch mal zeigen wollen. Ja? Bin ja so klein, aber ich werde es euch zeigen. Ich werde mal reich. Und er ist reich geworden, aber ganz arm in seinem Herzen. Und dann hat er gehört, vor Jericho kommt dieser Jesus und er hat einen Blinden geheilt, der kann wieder sehen, den Bartimäus. Und dann wollte er ihn auch sehen und begegnen. Er hat gewusst, dieser Mann hat etwas, was ich nicht habe, was ich aber brauche. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer bittet, dem wird gegeben. Aber was mache ich, wenn ich ja so klein bin? Und dann war er halt so schlau und ist auf einen Baum geklettert. Und er hat also gefunden. Und das andere ist, Jesus war ja auch nicht zum Spaß unterwegs. Er ist auch hier auf dieser Welt, ja nicht nur um ein bisschen Glauben zu haben und ein bisschen Hoffnung zu haben, sondern er ist gekommen, wie er selbst sagt, der Menschensohn, wie er sich nannte, ist gekommen zu suchen und selig zu machen, ja glücklich zu machen, was verloren ist. Zwei Menschen haben sich gesucht und gefunden. Und das sehen wir ja dann auch, dass wir auch suchen können. Und Jesus sucht uns nämlich genauso. Und so findet sich das, was zusammengehört. Ich finde das schön. Schon im Alten Testament heißt es dann, dass Gott sagt, wer mich von ganzem Herzen suchen wird, von dem werde ich mich finden lassen. Schon lange, lange angekündigt. Ne? Und in Hesekiel ist auch im Alten Testament, ich will das Verlorene wieder suchen und zurückführen. Und ja, es ist eine wunderbare Geschichte hier des Suchens und Findens. Und jetzt ist die Frage an uns, gell? Suchen wir auch nach Liebe, nach Annahme, nach Wert, nach dem Glück, wo ist es zu finden? Nicht wirklich im Materiellen, im Geld oder auch wenn du so toll bist und alle klatschen und loben dich. Vielleicht, ja, ihr Kinder seid ja auch klein, sogar noch kleiner als der Zachäus, gell? Aber er möchte auch euch so viel schenken und geben, auch wenn euch die anderen Leute vielleicht nicht so mögen, aber Gott mag euch und Jesus ist für euch da, ist für uns da und gibt uns das, was wir wirklich brauchen für unser Herz. Nicht wie Millionär, ne? Und dann ist das Konto nicht mehr leer. Es ist schlimmer, wenn das Herz leer ist. Wenn keiner da ist, wenn du Angst hast, wenn du dich irgendwie verloren fühlst, dann ist Jesus da und sucht dich. Ist ja auch spannend, in dem Maulbeerbaum, der war auch sehr grün und beblättert, ne? Und es war nicht so einfach zu sehen da oben, dass da einer sitzt. Aber Jesus bleibt genau da stehen und blickt hoch und kehrt dann in seinem Haus ein. Er ist nicht nur zum Essen geblieben, vielleicht sogar über Nacht und die Leute haben sich furchtbar aufgeregt. Ach, lass sie aufregen. Das ist Jesus sowas von egal und es sollte uns auch egal sein. Ja, die zweite Chance. Nutzen wir sie? Sind wir denn auch auf der Suche?
Und wir haben uns gestern unterhalten, wir waren mal ein bisschen beim Pizzaessen gestern, der Ernst, die Almut, Sabine und ich und der Reinhard. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, was denn heute dran ist, ne, über den Zachäus und was denn das so bedeuten könnte. Und ich fand die Gedanken so gut vom Ernst, dass ich sage, weißt du was, du stellst dich heute hierher und machst die Predigt weiter. Also 3 bis 5 Minuten, Ernst, ne, komm mal her, mein lieber Nachbar und Freund, wir sind Freunde geworden. Gesucht und gefunden, ne? So oder? Ist es, genau so ist es. Dann erzähl doch mal. Tausend Dank für die Einladung. Ja, gerne, komm, erzähl. Ja, so ist es. Jeder hat jeden Tag einen kleinen Maulbeerbaum zu besteigen. Der Zachäus hatte den seinigen. Ja, und ich habe heute den heutigen. Genau, weil ich habe mir gestern Abend nicht vorstellen können, dass ich hier stehen werde, vor euch und euch ein paar Gedanken von mir mitteilen darf. Ja, der Zachäus, der hat sicherlich Angst gehabt, als er auf den Baum gekrabbelt ist und so, weil er nicht gewusst hat, komme ich da hoch und wie wird das alles werden. Und so ist es ja auch, die Kinder wissen es und die Jugendlichen, Mutproben stehen an, lass uns mal auf den Baum gehen. Angst sollte überwunden werden und wer die Angst überwindet, der bekommt dann auch seinen gerechten Lohn, weil er hat zuerst mal einen wunderschönen Ausblick, aber das gilt natürlich für alle möglichen Situationen im Alltag. Wenn man die Angst überwindet und auf seinen Maulbeerbaum geht, dann... ja, dann bekommt man auch den Lohn. Das kann eine Kleinigkeit sein. Der Maulbeerbaum ist ja nur bildlich als Metapher zu sehen. Wenn man einem Nachbarn, mit dem man vielleicht Schwierigkeiten hat, wieder grüßt oder wenn man im Kindergarten mit jemandem nicht zurechtkommt und vielleicht da die Brücke sucht. Und so gibt es tausende von Dingen im Alltag, die man bezwingen kann. Es sind alles kleine Maulbeerbäume. Auf die müssen wir irgendwann mal oder sollten wir irgendwann mal hochsteigen, damit alles weitergeht. Und jetzt ist die Frage, ja, was hat ihn dazu getrieben, den guten Zachäus? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt war die Liebe. Er hat nämlich Jesus die Tür aufgemacht und so heißt es ja auch in der Offenbarung. Was war es? Da haben wir die Offenbarung 3,20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören werde und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und mit ihm das Abendmahl halten und er mit mir. Und das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft. Nur wenn man die Liebe in sich reinlässt, dann kommt man auch immer, wo auch immer, einen Schritt vorwärts. Ich war mal im Freibad, im Rödelheimbad und habe mit 2 Anwälten, da denkt man eigentlich gar nicht an Liebe, weil die sind jeden Tag, stehen die vor Gericht oder fechten irgendwelche Fälle aus für ihre Mandanten. Sie war Familienrecht, er öffentliches Recht. Und wir haben so miteinander gesprochen über die Welt, über die Schwierigkeiten und was es alles ist. Und plötzlich sagen die Anwälte, weißt du, das einzige Problem auf der Welt ist, es ist zu wenig Liebe da. Hätten wir genügend Liebe, hätten wir viele Probleme nicht. Und so ist es auch. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Amen. Vielen lieben Dank, Ernst. Ja, sowas von recht. Das Schöne und was da wirklich auch stimmt in den Zachäus, ist in dem Moment, als er Jesus begegnete und er tatsächlich auch in sein Haus kam, auch in sein Herz gekommen und dann durfte Jesus beobachten, wie der Zachäus plötzlich im Willen Gottes lebt, plötzlich der Unschuldige und der Reine ist, der dann den Willen Gottes tut und die Hälfte von seinem Besitz den Armen gibt, und dann auch 4-fach erstattet, was er betrogen hatte. Es ist nicht eine so irgendwo Wiedergutmachung und denkt sich, ja, wenn ich jetzt das alles tue, dann ist ja Gott erst mit mir zufrieden. Es ist genau andersrum. Gott sagt, ich nehme dich an, wie du bist und dann wirst du so verändert und voller Liebe, dass du sagst, und jetzt gebe ich her, weil ich klebe jetzt nicht mehr an dem Geld, an den Werten, an sonst irgendwas. Der war einfach so glücklich und fröhlich, dass er gerne gegeben hat. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, ne? Und geben ist seliger als nehmen. Das ist alles mit dem Zachäus geschehen. Das wäre so nicht geschehen. Gell? Also die Veränderung, die kommt durch die Begegnung mit Jesus. Und wenn er in dein Leben kommt und die Liebe Gottes ausgegossen wird in dein Herz, dann tust du das, was recht und richtig ist, was aus der Liebe heraus sprudelt. Und dann gibst du und nicht mehr nur der Nehmer, sondern du bist dann der Geber und wirst dann normalerweise immer glücklicher. Also herzliche Einladung dazu. Eine Begegnung mit Gott, mit Jesus, kann alles verändern. Vor allem
dein Herz, dein Denken und Fühlen, dein Handeln, deine Werte. Und das dürften viele von uns erleben und auch an den Geräten zu Hause oder ihr Kinder dürft es ausprobieren und erleben, dass es tatsächlich passiert. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du so viel Liebe hattest für den Zachäus, der überhaupt nicht gut angesehen war. Du bist einfach mit ihm nach Hause gegangen und hast erlebt, wie er sich verändert hat durch dich. Ja, verändere auch unsere Herzen, unser Denken, unser Fühlen, das, was wir wollen und tun. Und lass uns so glücklich werden, dass wir so fröhlich und unbeschwert sind und dann einfach das tun, was dir gefällt. Und es wird geschehen. Danke dafür. Du bist gut und meinst es gut mit uns. Halleluja. Amen. Jetzt habe ich für die Kinder, wer mag, ne? 1, 2, 3 haben wir mindestens, ja, Teenies dürfen wir auch. Ich habe hier im Raum 5 Buchstaben versteckt. Ihr habt das ein bisschen gesehen, ihr müsst ein bisschen langsam tun, ne, wo die sind. Aber jetzt, hast du einen? Also los. 4 schon? Die Sophie ist die größte Füchsin von der ganzen Gemeinde, ehrlich. Im positiven Sinn. Also, such doch mal 4 Buchstaben. 5 sind es. Oh ja, dreimal dürft ihr raten, welche Buchstaben das sind. Oh. Und dann hier vorne herbringen. Und dann gibt es eine Belohnung für alle, die gesucht haben und gefunden. Also, kommt dann irgendwo? Das sind du? Hey, das sind ja schon alle. Ja, Wahnsinn. Wow, ihr seid der Spitze. Warte mal, das machen wir jetzt mal. So. Warte mal. Ihr habt gesucht und gefunden. Hey, und was für eine Eile, ist ja unglaublich. So. Genau. Danke. Das passt gleich. Genau. Halt mal, ich packe mal ein Babberle hin. So, beides halten. So. Super Teamwork, hey, wir sind volles Dreamteam hier. Wow. Und das machst du unten drunter oder so. Hier, oder? Ja, ja. Ah, anders, sonst ist es ein Fragezeichen. Jesus, Fragezeichen. Yeah. Danke euch. Und jetzt gibt es die Belohnung natürlich, Leute. Na, jetzt machen wir es wie den Zachäus, der hat alles verteilt. Oh. Und jetzt wollte ich den anderen hier den Gästen auch verteilen. Ja, alles, die ganze Packung. Verteile ruhig, ja. Nehmt euch so viel ihr wollt und den Rest gegen die anderen. mal schauen, ob dann was übrig bleibt. Okay, es gibt draußen später noch mehr, zum Beispiel Haribo mit Gummibärchen und so. Okay, draußen gibt es dann mehr, wie gesagt. Nehmen macht auch glücklich, ja. So, dann Sachen zum Naschen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Es segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Friede sei mit euch und schön, Sir. Ich freue mich auf die Begegnungen mit euch. Und nach Hause auch. Adieu, Shalom.